Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 4. Wir haben zuletzt ein neues Mitglied bekommen, und zwar den Young, den Mönch. Und wenn ich mich nicht täusche, sollen wir jetzt alle nach Fabul, und zwar so schnell es geht irgendwie. Deswegen hoffe ich, dass wir das jetzt finden und ich dahin cruisen kann mal eben, weil das hier nicht immer so übersichtlich ist. Gibt es hier irgendwie eine Markierung? Und waren wir da schon mal? Müssen wir in eine der komischen Höhlen? Ich weiß es nicht. Da kann man nicht hin. Ich lass die sonst mal wieder an. Das bringt ja nichts. Das müsste eigentlich die Burg sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich merke mir immer die Namen nicht. Ich merke mir immer nur so die Gegend. Ja, das war hier die Savanne oder was? Die Oase. Da kommen wir nicht weiter. Müssen wir wieder durch die Höhle oder wie? Wie denn? Kommt man hier irgendwie weiter? So an Geröll? Müssen wir vielleicht wieder durch die Höhle zurück? Oder so. Steig mal hier aus, Leute. Wo sind wir hier, wenn wir hier reingehen? Wasserweg. Mhm. Ja, aber da... Nähä. Wir sind ja irgendwie durch eine Höhle auch gekommen. Aber... Das ist die Frage halt. Müssen wir jetzt irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich geh mal kurz zur Oase. Vielleicht kriegen wir da ja... Da oben... Da oben... Müssen wir doch auch... Da bin ich doch jetzt vorbei, wenn das Fabul war. Wir wollen ja gar nicht zum Königreich da unten. Wir wollen ja da oben vielleicht sogar hin. Wir haben ja auch gesagt. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt durch die ganzen Höhlen müssen. Wir müssen bestimmt nur hier hin. Ne? Und ich bin nur zu doof. So, dann park mal hier. Nee, das ist die Burg Damzian. Können wir hier irgendwas noch machen? Ja, wir können hier was machen. Und zwar, das wollte ich euch gar nicht vorenthalten. Und zwar, dafür gehen wir gleich mal hier weg. Erstmal gucke ich nochmal, ob es hier irgendwas zu tun gibt. Obergeschoss 2. Gibt es nämlich hier und da auch Geheimgänge. Und einen dieser Geheimgänge hatte ich gefunden. Und das hatte ich... vorletzten Part, ich weiß es nicht, gesagt. Hier kann man übrigens sich wieder in genetisch aufladen. Nö. Ihr wisst, was ich meine. Wir sind jetzt alle wieder topfit. Und man kann hier rechts auch seinen Zustand also seine Zustandsveränderung aufheben. Nee, Quatsch. Ich dachte, man könnte das... Nee, MP können wir hier regenerieren. Oh, ich kann nicht reden gerade. Das war echt peinlich. So. Jetzt habe ich das hier auch gemacht. Gibt es hier noch ein Geheimversteck? Ich probiere es vorher lieber nochmal aus. Einen habe ich jedenfalls entdeckt. Den zeige ich euch jetzt gleich. Da habe ich sehr viele Kisten geöffnet mit Krimskrams. Nenne ich jetzt mal so. Ich weiß gar nicht, ob da eine Waffe oder so auch dabei gewesen war. Wenn dann aber nur eine oder so. Da geht's nicht lang. Komm mal hier runter. Runter, 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 runter. Da. Hier gehen wir jetzt mal lang. Da hinten gibt's ja nämlich noch diesen Kerkereingang, den ich ganz am Anfang, als ich zur Burg reinkam, das erste Mal schon entdeckt hatte. Und hier gibt es dann halt auch so einen kleinen geheimen Schnickschnack. Also zum einen kann man das hier öffnen. Als ich hier gedrückt habe, ist das hier aufgegangen. Dann konnte man hier rübergehen und halt die Truhen hinter den Gefängniszellen öffnen. Das ist ziemlich cool. Und dann ist hier noch was, und zwar das hier. Zack, ist man da durchgegangen. Dann ist man im Kerker Untergeschoss 1. Und wie ihr seht, habe ich die Truhen schon alle geöffnet. Ist so. Weil ich das alleine entdeckt habe, habe ich das auch einfach mal gemacht. Sonst hätte ich euch so rausgerissen im Kampfgeschehen damals, als ich da irgendwie trainieren musste, hatte ich das gefunden. Und ist ja auch nicht so schlimm.
Magst du vielleicht mal rauskommen? Danke. So, jetzt ist die Frage, wohin und wie wir da hinkommen. Weil, ja. Müssen wir vielleicht da sogar bleiben, wo wir waren? Ist das falsch, dass ich da vielleicht auch abgehauen bin? Weil ich meine, wir waren da ganz oben. Wir probieren es mal. Aber die wollten ja eigentlich weg hier. No? So, die machen wir jetzt mal alle voll fertig hier. Alle kloppen fleißig mit drauf. Das dauert alles auch gar nicht mehr so lange jetzt hier. Wenn alle so hier ihren Krempel mitmachen, dann geht das zack, zack. Vielen Dank. Das war blöd. Jetzt habe ich mich hier verlaufen. Wir wollen nach oben. Versuchen es mal schnell. Wir gehen nicht nach links. Auch wenn da das Speichern ist, das wollen wir nicht. Wir wollen nach oben. Ich will nur wissen, ob es da jetzt eigentlich weiterging. Genau, dieser tolle Gipfel ist ja hier. Du kannst ja auch mal draufhauen. Warum eigentlich nicht? Iridia muss ja gar nicht immer zaubern. Hat auch so gereicht. Oh, Wallum. Rosas Stufe ist eingestiegen und sie hat Wallum gelernt. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Geht's jetzt hier nicht weiter? Das war einfach nur der Gipfel, oder was? Der Gipfel der Krone hin. Der Gipfel der Zipfel, der... Hier sind die wieder. Wenn es da jetzt reingeht, dann wäre schön. So. Nee, Samarita will ich gar nicht. Und dann lassen wir die einschläfern. Ist in dem Fall jetzt aber auch schon wieder egal. Die sind schon wieder fast tot. Dann brauchst du den eigentlich auch nicht mehr einschläfern, mein lieber Edward. Das lohnt sich nicht mehr. Können wir die nicht überspringen? Ja, dann mach ihn fertig. Okay, das war's. Leveln. War da noch was? Geht's hier weiter? Nein. Gut. Dachte schon. Hier geht's rein. Hier waren wir doch noch nicht drinne. Osthang. Also geht's da doch weiter. Na, Gott sei Dank. Nicht, dass ich mich jetzt völlig verfahren hätte. Bin ja froh, dass ich doch zurückgekommen bin. Das muss ja nicht sein. Kann der nicht mal irgendwas benutzen, was cool ist? Dann greif die einfach an. Sehr schön, Leute, sehr schön. Und sag mir doch einer, dass es hier einfach weitergeht. Ich fahre hier schon wieder durch die Gegend und denke, ich muss weg. Naja. So, Platz machen, Leute, Platz machen, Platz machen. Einfach alle mal drauf. Das reicht ja vollkommen aus, anscheinend. Weil auch die Rydia macht mit ihrem Stab, wenn das ein Feuerwesen ist, mit ihrem Eisstab, macht die auch gut Schaden. Also natürlich nicht so viel wie die anderen, aber darf man nicht unterschätzen. In manchen Situationen kann das schon reichen, dass ein Monster dadurch stirbt. Ohne, dass man halt dann MP wieder verbraucht, ne? So, hier geht's runter. Da geht's nicht weiter. Da kommt auch schon wieder der nächste Kampf. Einer fehlt noch. Ein Skeletti. So, drauf.
Weiter geht's. Muss aber erstmal gucken, ob hier noch was ist. Nein. Och Mann. Nur weil man immer mal kurz gucken will, ob irgendwo was ist, muss man dann sich schon wieder rumschlagen. Das ist doof. Das brauchst du jetzt auch nicht mehr machen, ne? Ist immer viel zu spät. Das bringt gar nichts. Wir können jetzt ein bisschen warten, damit die Lebensregeneration wenigstens sich gelohnt hat. Weil die läuft ja eine ganze Weile. Und wenn wir den jetzt töten, dann war es ganz umsonst. Und so heilen wenigstens alle nochmal schön. Alle sind wieder topfit. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt geht's runter. Berghops Osthang vollständig. Das ist schön. 3 Bomberkerne erhalten. Das ist ja toll. Ah, jetzt sind wir hier. Hier. Woanders sind wir. Woanders. Was ist hier rechts? Oh, endlich draußen. Auch wenn es gerade dieselben Kämpfe sind, aber endlich draußen. Wir waren zwar gerade eben draußen, aber auf der falschen Seite, wie es scheint. Deswegen finde ich das super, dass das jetzt geklappt hat. Ich hätte einfach nur weiterlaufen müssen, aber passiert. Youngs Stufe ist gestiegen. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein Wald? Wir sind in einem Wald. Cool. Erstschlag. Na dann. Machen wir die nieder. Das war's. Viel Angst macht uns das jetzt hier nicht. Aber man kann hier sicherlich gut leveln. Was ist denn hier nur alles? Ich bin gerade ein bisschen neugierig. Anstatt nach Fabul zu gehen, gucke ich jetzt mal gerade eben, was hier so ist. Oh, was haben wir hier? Ah, was ist das? Burg Fabul! Ob ich ja komplett richtig gelaufen? Das ist ja cool. Meister Young, ihr kehrt zurück. Seine Majestät erwartet euch. Okay. Dann sind wir ja richtig hier. Ja, okay. Gleich mal hier die Lage checken nebenbei. Da fällt mir gerade ein, Cecil ist ja oben. Wegen dieser Frage, warum wird Rydia angezeigt? Ich weiß nicht, ob das random von alleine passiert oder hier durch Gruppe oder so. Ich kann natürlich hier den Wechsel auch machen. Dann ist zum Beispiel derjenige vorne und der hinten. Aber ich kann ja mal das ausprobieren. Aber dann ist es trotzdem sie, die man sieht. Also von daher weiß ich nicht, wie man das beeinflussen kann. Ich habe Cecil mal noch vorne gemacht, genauso wie Rosa und Young. Und so die passiven Zauberer mal nach hinten. Aber das kann man eigentlich ständig ändern. So. Was ist das hier so? Einfach mal hier überall rumlaufen. Herberge. Ach, da ist ja das Häschen wieder. Oh, welch unerwartete Freude, Cecil. Ich hatte mich schon gefragt, wann wir uns wiedersehen. Ihr fragt euch, was ich jetzt mache? Ich war aufgrund des Angriffs gezwungen, von Damsian hierher zu fliehen. Da wurde mir klar, dass solch grausame Ereignisse für die Nachwelt festgehalten werden müssen. Also lieh ich mir die Ausrüstung hier und machte mich an die Arbeit. Wie könnte sich jemand, der seine wahre Bestimmung gefunden hat, noch guten Gewissens Livingway nennen? Ich habe vor, von nun an allerlei Ereignisse der Weltgeschichte aufzuzeichnen. Livingway wurde zu Recordingway, dem Chronisten. Ach ja, das wollte ich euch ja sagen. Das Bestiarum, das ich erstellt hatte, habe ich einem Freund im Chocobo-Wald vermacht. Möchtet ihr die Ereignisse sehen, die ich bis jetzt auch... Ja! Bitte, viel Spaß! So, Cecils Ängste. Was ist das denn?
Ach so, das sind jetzt so die Videos, die... Die will ich aber nicht schon wieder nochmal sehen. Wie kann ich das überspringen? Your Majesty, what's become of you? Where is the noble knight? The man who took me in as an orphan. Ich will nicht. And raised me as his own. Hallo. The strong, just king I once knew. Muss man sich das jetzt alles nochmal angucken? Das ist ja doof. Is a crystal worth all this? Robbing a peaceful people of what's theirs by right. Das ist eine... What need could be so great? King's orders or no, there's no forgiving what we've done. Gut, da kommt die Rosa wieder. Ich mach mal kurz einen Cut. Oh, man kann es überspringen. Mit L1 muss man erstmal drauf kommen. Möchten Sie die Szene überspringen? Ja. It's nothing. Da sind wir wieder. Und da haben wir das Kino. Dann kann man sich die ganzen Videos also hier nochmal angucken. Das ist natürlich cool. Ne? Mondnacht in Kaibo, das war ja, als hier die Anna kam. Und der Fabulmönch. Okay. Das ist ja schön. Betten? Nein, nein. Wollen wir nicht. Aber gut, dass es das hier gibt. Vielleicht kann man ja hier auch noch shoppen. Wir haben ja ein bisschen Kohle. Reinspaziert. Was kriegt man hier? Wir holen uns nochmal 5. Das geht eigentlich alles noch. Bin immer froh, wenn ich von allem so ein bisschen mehr habe. Kieserkraut muss dann... Ja, das wollen wir haben. Das wollen wir haben. Ja. Danke fürs Gieserkraut. Damit können wir vielleicht einen Schokobo noch fangen. Das wäre natürlich schön. Was haben wir hier? Waffen? Verteidigungskram? Bitte, 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 ja. Oh. Wir sollen sogar hier hin. Ich mach's heute unbewusst richtig alles. Oh, Yang, du bist zurück. Ja, Eure Majestät. Und ich bringe eilige Kunde. Ein Mann namens Golbes kommt mit den Truppen Barons, um unseren Windkristall zu rauben. Was? Bist du dir sicher? Die edlen Herrschaften hinter mir sind gekommen, um uns zu warnen. Und wer seid ihr? Eure Majestät, uns bleibt keine Zeit für Höflichkeiten. Ihr müsst umgehend die Burg in Alarmbereitschaft versetzen. Aber eure Rüstung verrät mir, dass ihr ein Dunkelritter aus Baronen seid. Warum sollte ich euren Worten trauen? Sie haben ihre Vertrauenswürdigkeit bereits bewiesen, Eure Majestät. Ich hatte meine Männer verloren und kämpfte ums nackte Überleben, als sie kamen und mir selbstlos zur Seite standen. Eure Majestät, euer Feind marschiert in dieser Minute, in der wir hier sprechen. Bitte, ihr müsst uns glauben. Eure Majestät, es ist mir eine Ehre. Viele Tage sind vergangen, seit wir uns das letzte Mal sahen. Prinz Edward von Damcian, ich hatte euch nicht erkannt. Wie stehen die Geschicke in Damcian? Damcian wurde angegriffen und der Feuerkristall befindet sich nicht mehr in unserer Obhut. Ich habe Vater und Mutter verloren und meine Geliebte. Bitte sorgt dafür, dass Fabul nicht das gleiche Schicksal eilt wie Damcian. Verzeiht mir, ich hätte euren Worten von Anfang an Glauben schenken sollen. Doch ohne unsere Mönchsgarde gibt es nicht viel, das wir tun können. Werdet ihr uns unterstützen? Ja. Sie verfügen über außergewöhnliche Fähigkeiten. Mit eurer Erlaubnis werde ich mit ihnen an der vordersten Front kämpfen. Wenn du so viel Vertrauen in sie setzt, dann sei es so. Könntet ihr unsere Heiler unterstützen? Natürlich. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Eure Majestät. Nun denn, Cecil, Edward, mit mir. Und die anderen? Die bleiben bei den Heilern. Cecil, sei vorsichtig. Du auch, Rydia. Pass bitte gut auf Rosa auf. Ach, Rydia soll auf Rosa? Okay. Die wirkt immer so klein und zierlich und zerbrechlich. Ich glaube, dabei ist sie halt voll die starke Magierin. Der Feind. Schlagt sie zurück. Yeah! Spannung! So, dann singen wir mal ein Liedchen. Nein, wir machen ein Bietenlied. Das ist doch noch viel lustiger. Oh, die ziehen aber ordentlich was ab. Na, wer hat Bock zu pennen? Alle? Alle! Das ist ja doof. Für die, natürlich. Tja. Da warten wir einfach mal. Werden wenigstens in der Zeit nicht angegriffen. Das ist doch schön.
Der ist auch schon mal weg. Der andere schläft noch. Schön. So, einmal drauf. Und weg war er. Ich wollte gerade sagen, kriegen wir dafür keine Erfahrungspunkte? Das wäre ja komisch. Die Rot schwingen! Hier haben wir keine Chance. Ziehen wir uns ins Innere zurück. Ah ja. Okay. Hat doch ganz gut geklappt eigentlich vorher. Vergebt mir, ich habe euch in eine aussichtslose Schlacht geführt. Das hast du gewiss nicht, denn dieser Kampf ist auch unser Kampf. Und noch ist nichts verloren. Sie kommen! Sie kommen! Sag ich doch. Das schaffen wir schon. Mach mir da nicht so viel Sorgen. Mach mal ein bisschen Schwarzkunst hier. Möchte bitte singen. Die ist auch schon mal weg. Das Echsenwesen. Auch weg. Wir sind ja relativ stark, also das muss man den ja jetzt mal lassen durch das ganze Level und so. Wahrscheinlich haut er den jetzt auch mit einem Schlag um. Ja. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht schlimmer, als wie wenn wir auf dem Feld irgendwo gerade kämpfen. Und dass wir halt keine Zwischenmöglichkeit haben, jetzt zu heilen oder so. Aber es geht ja allen gut. Und nochmal. Wir können sie nicht aufhalten. Rückzug! Warum denn? Liegt oberhalb der Treppe nicht bereits der Thronsaal? Keine Sorge, der König ist bereits zusammen mit den Frauen und Kindern an einen sicheren Ort geflohen. Wir müssen nur die Aufmerksamkeit des Feindes auf uns ziehen. Machen wir. Hier kommen sie. Da ziehen wir durch. Spannende Musik hier. So, dann nehmt euch mal erstmal den hier vor. Der ist ja schon weg. War das Einschlaf, meine ich auch schon wieder gar nichts gebracht. Der ist auch weg. Wahrscheinlich dürfen wir mit den anderen auch gleich kämpfen. Edwards Stufe angestiegen. Gut. Nochmal drei. Hier halten wir nicht lange durch. Ziehen sich aber schnell zurück. Ich habe die Tür abgeschlossen. Wir müssen diese Position verteidigen. Wo ist der Kristall? Im Saal, über uns. Tür aufgesperrt. Was tust du? Oh nein. Das ist einer von ihnen. Na toll. Dann immer drauf, bitte. Nutzt mal so ein Item, so ein Dingensbummens zum. Genau, so einen. Und weg. Es leben immer noch alle, es geht noch allen soweit gut. Kommen aber wieder welche. Ja, wir haben jetzt hier ein paar Salven hinter uns schon. Kannst mal bitte singen. Danke, dass es nicht auf Cecil ging. Der wäre nämlich jetzt sonst tot. Und weg. 70 ist schon mal besser als das andere, aber... Ja, ich wollte jetzt nicht so lange warten. Es sind zu viele. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir manövrieren uns zwar mit dem Rücken gegen die Wand, aber wir müssen uns in den Kristallsaal zurückziehen. Ah, dann kriegen die den doch bestimmt. Ah. Ach, Edward. Edward.
Ach, Leute. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Final Fantasy IV. Mal gucken, wie es dann spannend hier weitergeht. Bis dann.